Damit hat sich der Pumuckl allerdings gründlich geirrt. Ihr wisst doch, wer der Pumuckl ist. Ganz einfach, ein Kobold. Und wisst ihr, was ein Kobold ist? Ein kleiner, meist unsichtbarer Hausgeist. Meist, aber nicht immer. Es gibt nämlich jemand, der zufällig seinen Kobold sehen kann. Der Schreinermeister Eder. Jawohl, bei dem lebt der kleine, strubbelige Kerl. Er ist gerade so groß, dass er auf Meister Eders Hand sitzen kann. Und er ist meistens daran schuld, wenn etwas unauffindbar verschwunden ist, was man eben noch an den dafür vorgesehenen Platz gelegt hat. Der Schreinermeister Eder hat seine Werkstatt in einem Hinterhaus. Und im ersten Stock darüber wohnt er. Einen zweiten Stock gibt es nicht. Ganz im Gegensatz zum Vorderhaus, in dem viele Familien wohnen. Meister Eder lebt ganz allein. Er hat keinen Gesellen, keinen Lehrling, keinen Hund, keine Katze, keinen Vogel. Er hat nur den Pumuckl. Und von dem wusste er auch lange Zeit nichts. Bis eines Tages diese Geschichte mit dem Leimtopf passierte. Und das war so. Schon den ganzen Tag war es in der Werkstatt wie verhext gewesen. Ja, zum Kuckuck, wie oft muss ich denn die Pfeile noch suchen? Ich weiß doch ganz bestimmt, dass ich sie gerade eben dahergelegt habe. Da liegt sie. Auf dem Stuhl. Wie kommt denn die da hin? Jetzt noch eine Kleinigkeit abfeilen, dann passt das Schloss rein. Ja, wo sind denn jetzt die Schrauben? Ja, Himmel! Ich weiß ganz bestimmt, dass ich die Schrauben hierher gekriegt habe. Ja, bin ich jetzt schon so alt und vergesslich? Die sind weg. Ist ja gut, dass ich eine Kiste voll Schrauben habe. Und dass eine Kiste nicht einfach verschwinden kann. Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Ach, die ganze Nagelkiste ist am Boden. Eine schöne Bescherung. Wenn die Frau Steinhauser kommt und ihr Kasterl abholen will, dann bin ich wieder nicht fertig. Was war denn jetzt das? Das hat sich ja fast wie eine Maus angehört. Wart nur, das werden wir gleich haben. Alles kann ich leiden, bloß keine Maus. Dort ist jetzt. Wart nur, verehrte Maus, das hat sich gleich ausgequickst. Da habe ich ja Holzscheitel in der Hand. Bei mir wirst du nicht fett. Da beim Leimtopf, da hat sich was gerührt. Wart nur. Ja, was war denn jetzt das? Eine schöne Bescherung. Ja, ich werd verrückt. Da klebt ja was Rotes an meinem Leimtopf. Vielleicht ist das ein Vogel, der reden kann. Unsinn, Unsinn! Ich bin kein Vogel. Ich bin der Pumuckl und ich pappe an deinem dummen Topf. Ich will weg, weg, weg. Ich will weg, ich will weg. Pui. Ja. Ja, das hat einen Kopf und zwei Füße. Und zwei Arme und zwei Ohren und zwei Augen hat das auch. Jawohl. Tatsächlich. Und alles ganz klein. Das ist ja zum Lachen. Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Ich will weg. Ich will weg. Langsam. Ich helfe dir schon. Hoffentlich zerbrichst du nicht, wenn man an dich hinkommt. Unsinn. Kobolde. Zerbrechen nie. Was bist du? Ein Kobold, jawohl. Ich bin ein Kobold. Und jetzt mach mich hier weg. Ja, ich bin ja schon dabei. So, also, ich weiß wirklich nicht, ob ich wach oder ob ich träume. Ich kann dich ja mal zwicken, dann wirst du schon... Au! Pumuckl zwickt sehr geschickt. Jawohl. Wie der hupft. 10 Zentimeter groß und hupfen wie ein Floh. Hör auf zu lachen. Ich versteck dir sonst wieder die Pfeile. So, auf nimmer Wiedersehen. Du, lass die Pfeile da. Hey. Nein. Du, nein. Sag einmal. Was warst du das, der mir immer alles versteckt hat?
ja, ja, ja. Der Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt, Eder entdeckt, keiner was meckt. Merkt, meinst du, ne? Meckt, meckt, meine ich schon, aber das reimt sich nicht, merkt, weißt du? Und deshalb, also ich reime wahnsinnig gern. Ja, weißt ja, du? Ja, ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ja, aber, ja. Aber bloß, weil ich sichtbar geworden bin und dieser dumme Leim, ich wollte auf die Seite springen wegen dem Holzscheit und dann bin ich an den Leimtopf gekommen und kleben geblieben. Ich könnte mir vor Zorn zwei Haare ausreißen. Hast ja genug auf dem Kopf. Wer überhaupt einmal Zeit, dass du dich kämmst? Kämmst! Pfui! Pfui! Kämmen! Kämmen ist Pfui und sichtbar ist Pfui und... Ich bin sichtbar. Oh, na ja. Eine Koboldschande. Okay. Das ist doch kein Grund zum Weinen. Ich bin doch auch sichtbar und wein nicht. Ja, du musst ja sichtbar sein, aber ich bin... Nein, also, ich muss nicht. Also, das verstehe ich nicht. Bist du denn sonst nicht sichtbar? Nein, weil ich doch hängen geblieben bin. Und weißt du, wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt oder von einem Menschen eingezwickt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar. Aha. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Oh, ja. Da kriege ich ja gleich eine Gänsehaut. Ja, da musst du eine Gänsehaut. Du, also von mir aus kannst gern wieder unsichtbar werden. Ja, weißt du, wer mich einmal gesehen hat, der wird mich immer sehen. Immer. So. Ja, das ist auch ein Koboldsgesetz. Unsichtbar bin ich nur noch für andere Menschen. Koboldsgesetz. Es ist ein dummes Gefühl, sichtbar zu sein. Ein sehr dummes Gefühl ist das, jawohl! Ja, aber pass auf, wenn du jetzt einfach wegläufst. Ich muss doch bei dem bleiben, der mich einmal gesehen hat. Und das ist auch wieder ein Koboldgesetz. Ja, ich weiß schon. Aber ich weiß eigentlich nicht, ob mir das passt. Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist nun mal leider so. Oder Gorkwas. Also jedenfalls... Das ist ja ganz schöne Bescherung. Ja, und ich bin überall voller Leim. Ja, pass auf, ich hole Wasser, damit geht's weg. Du. Was ist? Vielleicht ist es ganz gut, dass du da bist. Wieso? So ein Heinzelmännchen, das kann man oft ganz gut machen. Heinzelmännchen, ich will überhaupt nichts von Heinzelmännchen hören. Bist du denn kein Heinzelmännchen? Unsinn. Ich bin ein Kobold. Ich bin ein Nachfahre der Klabautermänner. Jawohl. Der Klabautermänner. Ja, aber die gibt's doch bloß auf Schiffen. Ja, auf Segelschiffen, jawohl. Also, wo der Meeressturm durch die Segel bläst und wo die Balken krachen. Ja, also, du pass auf, bei mir in der Werkstatt, da bläst kein Sturm. Aber Balken krachen, vielleicht. Nein, nichts kracht, außerdem habe ich Bretter und keine Balken. Das macht nichts, dafür hast du aber so schöne Hobelspäne, in denen man so schön schlafen kann. Oh, dieses Sichtbarsein macht sehr müde. Entschuldige bitte, aber ich muss mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ja, und schlafen. Halt, nicht in den Spänen da. Warum nicht? Ja, die muss ich doch wegkehren, wenn ich hier sauber mache. Nein, das musst du nicht. Ja, dann werfe ich dich am Ende versehentlich mit weg. Nein, das tust du nicht. Da legt er sich jetzt einfach hin. Sichtbar sein macht müde, Gott behüte. Ui, und dichten du da auch noch im Halbschlaf? Ja, aber Dichtung und Kobold ist eins. Eine Dicht... So. Ja, sowas. Also sowas. Hey, du? Ja, nett ist er ja, der kleine Kerl, aber... Nein, das ist doch alles nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin verrückt. Ich sehe Gespenster. Oder Kobolde, oder... Nein, das halte ich nicht aus. Nein, das muss sich jemand erzählen. Meister Eder musste auf das Erlebnis hin unbedingt einen Schluck trinken und ging deshalb in die kleine Wirtschaft an der Ecke.
Dort traf er tatsächlich ein paar befreundete Handwerker, denen er von seinem Koboldserlebnis prompt erzählte. Man kann sich vorstellen, wie die Männer ihn auslachten und ihm klipp und klar zu beweisen suchten, dass er entweder nicht ganz richtig im Kopf sei oder aber schlicht bei der Arbeit eingeschlafen sei und geträumt habe. Vor allem der Schlossermeister Bernbacher tat sich dabei hervor. Wie heißt er gleich? Kuhbuckel. Jetzt sowas narrisch. Eder geh heim und schlaf dich aus. Oder geh zum Psychiater. Er sieht einen Kobold mit rote Haar. Ja. Stimmt's? Du, pass auf, Eder. Aus dem wird heute Nacht ein Gespenst mit blauen Haar. Geh, Eder, lass dich doch heimgehen mit der Geschichte. Bernbacher brachte es so weit, dass der Schreinermeister Eder auf dem Nachhauseweg tatsächlich daran zu zweifeln anfing, ob er den Kobold wirklich gesehen hatte. Ganz vorsichtig schloss er die Werkstatttür auf und schlich leise zu dem Hobelspänehaufen. Also wenn ich das nur geträumt hab, dann stimmt bei mir wirklich im Kopf was nicht. Mir wär ganz Angst. Pumuckl. Kein Pumuckl ist da. Nix. Er wird doch nicht übergeschnappt sein. Vielleicht sitzt er irgendwo. Vielleicht ist er aufgewacht und hat sich verkrochen. Unter der Hobelbank oder da oben auf dem Regal. Nein, da ist er auch nicht. Und da auch nicht. Pumuckl! Eder, du hast am helllichten Tag geträumt. Sowas. Aber schade ist. Sehr schade, dass es nur ein Traum war. Was ist? Wo warst du? Okay. Bin ich jetzt erschrocken? Frau Steinhausen, Sie sind's. Grüß Gott, Herr Eder. Entschuldigen Sie, ich wollte nur nach dem Kästchen fragen. Ist fertig? Ja, fast. Nur noch das Schloss einpassen. Wenn ich die Schrauben dazu finde, es könnte nämlich sein, dass... Sind's die da? Ja, die sind's. Die liegen noch so da, wie ich's hingelegt hab. Sie sagen das, als ob das was Trauriges wäre. Ist es auch, aber... Also dann rein mit den Schrauben. Ja, meine, ich wollte Sie ja nicht drängen. Ich komme nur eben vorbei. Es kommt mir auf einen Tag hin oder her gar nicht an. Nein, deswegen habe ich nicht geseufzt, sondern... Au! Oh. Au! Haben Sie sich wehgetan? Ah, wo? Er hat mich zwickt. Wer? Habe ich's doch nicht geträumt. Ja, wer hat Sie denn gezwickt? Wer da? Der... Herr Eder, die Nagelschachtel! Und wie die hinuntergefallen ist. Mit einem solchen Schwung. Nein, sowas. Sowas. Ja, also so komisch finde ich das auch wieder nicht. Die Nägel sind ja über den ganzen Boden verstreut. Ja, die wird er schon wieder aufheben. Wer? Ja, der es hinuntergeworfen hat. Ah, ja, wo kommt denn das Sägemehl her? Mein Kleid ist über und über voll. Ja, sowas. Das scheint Sie auch noch zu freuen. Das kommt von den Brettern da oben runter. Das ist ja allerhand, wie es da herunterstaubt. Ja, das ist wirklich allerhand. Hörst nicht gleich auf mit der Herunterstauberei da. Da nützt doch das Befehlen nichts. Da muss man herunterputzen. Ja, da haben Sie recht. Ich putze ihn gleich runter, den putzigen, den Schmutz. Also, ich glaube, es ist besser, ich gehe. Sie können ja das Kästchen am Morgen liefern. Auf Wiedersehen, Herr. Ja, auf Wiedersehen, Frau Steinhausen. Auf Wiedersehen. Ja, du bist mir aber einer, Pumuckl. Das darfst doch nicht. Auch nicht, wenn du ein Kobold bist, verstanden? Du treibst mir die Kundschaft weg. Verstehst mich? Ich hab dich gefragt, ob du mich verstehst. Pumuckl. Pumuckl! Gib doch eine Antwort. Ich weiß doch, dass du da warst. Pumuckl, ich bin ja so froh, dass du wirklich da bist. Ich habe schon geglaubt, dass ich bin. Späne fallen, Nägel knallen. Pumuckl freut's, niemand bereut. Ja,
wo sitzt du denn? Ja, nee, niemand findet den kleinen Pumuckl, wenn es der Pumuckl nicht will. Niemand! Ja, niemand außer mir. Und ich hab dich schon gesehen. Und erwischt. Oh, ich hab vergessen, dass ich für dich sichtbar bin. Olaf, lass mich aus. Lass mich aus. Nein, ich lass dich nicht aus. Ich bin ja froh, dass ich dich hab. Aber wie schaust denn aus? Über und über voller Staub und Sägemehl. Ja, da muss ich dich ja abwürsten. Wart, ich hab da einen Pinsel. Jetzt komm her. Oh, ja. Oh, das kitzelt. Ja. Hör auf! Damit wenigstens die Schlimmste weg ist. Meine Nase, die... Ja, zum Wohl, Pumuckl. Was ist denn das da in meiner Nase? Die... Ja, das ist Staub. Und wenn man Staub in der Nase hat, dann muss man niesen. Wenn man alles muss, wenn man sichtbar ist, das ist aber... Ja, brauchst ja nicht glauben, dass das bloß für dich komisch ist, dass du sichtbar bist. Für mich schon auch. Aber jetzt ist es halt einmal so, ne? Ja, das war ja auch komisch, wie der Staub auf die Frau heruntergewirbelt und gewurbelt ist. Ja. Und wie die... Jäckerl, das Kästchen muss ich ja noch fertig machen. Weißt du was, Pumuckl? Nein. Ich mach das ganz schnell und dann unterhalten wir uns weiter. Ja, und wenn ich mich jetzt schon weiter unterhalte, also wenn ich zum Beispiel, halt, lass nicht gleich meinen Schlammzieher da. Nein, ich lass ihn da und lass ihn da und bin gleich wieder fort. So, und ein paar Schrauben, die müssen dran glauben. Pumuckl, bisschen sei brav. Ja, ich bin ja brav, ich bin koboldsbrav. Ja. Und wenn ein Kobold koboldsbrav ist, dann muss man auch etwas davon sehen. Pumuckl. Staub zum Beispiel. Und dann muss man zum Beispiel, ja. Man muss es nämlich auch hören. Ja. Hör jetzt mal zu, wie brav ich bin. Einmal brav, zweimal brav, dreimal brav, viermal brav. Oh, bei dir ist es so schön, wie auf einem Segelschiff. Also ich bin ja fast beinahe überhaupt kein bisschen traurig, so, dass ich jetzt immer bei dir bleiben muss. Ja. Oh. Ja. Du, Pumuckl, Pumuckl, da kommt der Birnbacher über den Hof. Der hat mich wegen dir am meisten ausgelacht. Ja. Aber wenn er dich jetzt sieht, dann vergeht ihm vielleicht das Auslachen. Ja, das vergeht ihm ganz bestimmt. Ja. Ach so, du wirst ja jetzt unsichtbar. Ich wollte nur nachschauen, Eder, ob dein Anfall vorbei ist. Na ja, du schaust ja schon wieder ganz fidel aus. Ist wieder alles klar, ja? Alles klar. Na, ich hab's ja gleich gesagt, alles lässt sich ganz natürlich erklären. Auch so ein komischer Kobold. Ja. Au, jetzt sowas. Fällt mir die Eisenzange da auf den Fuß. Ja, das war er. Wer? Na ja, der Pumuckl. Fangst schon wieder an mit dem Schmarren, Kobold. Du schau mal auf deine Schuhe, da zieht gerade jemand die Schuhbanteln auf. Okay, die gehen wir 100 Mal am Tag auf, das Perlungzeug. Dass das aufgeht, das ist ja die natürlichste Sache der Welt. Da brauche ich keine Heinzelmännchen. Kann sein auch nicht. Ich, das sei eine kindisch, bitteschön. Du, die wird gleich dein Geldbeutel aus der Hosentasche rutschen. Oh, tatsächlich. Da hat meine Frau schon oft geschimpft, weil ich den Geldbeutel so schlampig einstecke. Pumuckl, lass den Birnbacher jetzt in Ruhe. Ja, scher dich zum Teufel, Pumuckl, und lass aus dem Eder wieder einen vernünftigen Menschen werden. Du, aber weil ich gerade meinen Geldbeutel in der Hand hab, ich bin davon neulich noch 5 Mark schuldig. Mhm. Da hast du es wieder. Ich hab's leider nur in Kleingeld. Oh, Herrschaftszeiten! Jetzt haben wir die ganzen Zehnerl runtergerutscht. Also heute habe ich schon lauter linke Daumen. Und wo die überall hingerollt sind, so was Blöds bis dahinter. Das lässt sich ganz natürlich erklären. Könntest du mir nicht vielleicht ein bisschen helfen? Nein, das kann ich nicht. Ich muss gerade Pumuckl. Lass die Schlösser in Ruhe, die werden verbogen, wenn du das runterschmeißt. Was hast du gesagt? Nix. Ich weiß nicht, ob ich auch alles gefunden habe. Also, wenn ich noch was finde, gebe ich dir es dann zurück, ja? Wenn das so weitergeht, dann kann es ja jetzt dann schön werden. Wieso? Jetzt dann, was hast du denn vor? Mein Gesangverein tritt doch heute auf. Wir haben ein 50-jähriges Jubiläum. Das wird eine ganz große Sache. Einen Riesensaal haben wir gemietet und der ist schon fast ausverkauft. Nein, es ist ja schon höchste Zeit,
Was ist, kommst nicht mit? Du, ich verstehe vom Singen gar nichts, weißt. Aber es wäre gescheiter, du gingst einmal so wohin und jetzt ein bisschen was für deine Bildung, statt dass du immer da allein daheim hockst und dir Blödsinn einbildest. Wenn ich dir doch sag, den Pumuckl gibt's, hast du es jetzt noch nicht gespannt? Ja, dann nimm halt dein Kobold im Westentaschel mit, wenn's schon meinst, du Narr, du Alter. Nein, ich bleib lieber daheim, aber ich wünsch dir recht viel Spaß. Ich danke dir schön, aber jetzt muss ich sausen. Ja. Servus, gell, servus. Also, servus, ja. Ich weiß jetzt, wo ich mich sofort hinschere und was ich dann herumschere. Ich schere mich jetzt zum Herrn Bernbacher. Jawohl, auf der Stelle schere ich mich zum Herrn... Pumuckl! Pumuckl! Weg ist er. Der ist fein grad hinterm Bernbacher her. Naja, wenn er den ein bisschen tratzt, kann's eigentlich nicht schaden. Ich mach jetzt das Kastel fertig. Meister Eder ging leise schmunzelnd an seine Arbeit. Der Pumuckl aber ist mit Kobolds Geschwindigkeit hinter Bernbacher hergelaufen, unsichtbar versteht sich, und so in Bernbachers Wohnung gekommen. Frau Bernbacher hat gleich ihren Mann ein wenig vorwurfsvoll empfangen. Spät bist dran, du, ja. Ist es höchste Zeit. Du musst ihn noch rasieren und umziehen. Wo warst du jetzt so lang? Jetzt reg dich nicht auf, ich werd leicht noch fertig. Ich hab nur ein Gespräch mit dem Eder führen müssen, der ist nämlich total verrückt. Ja, das kannst du mir später erzählen. Komm jetzt, rasier ja, dich. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Wo ist denn mein Rasierapparat? Ja, wo er halt immer ist. Nein, da ist er nicht. Mei, so ein Mannsbild findet doch schon gar nichts. Ich hab ihn schon. Er war bloß unter was runtergerutscht. Herrschaft, wo sind denn jetzt meine Klingen? Wo sind denn meine Rasierklingen? Hast du wieder eine braucht zum Auftrennen oder so? Ach, ja? Wo, die sind am Platz. Nix sind's. Eine einzige Schlamperei ist das bei uns. Du, geh, das merkst du, bei mir ist keine Schlamperei. Die Rasierklingen sind weg. Einfach weg. Hab ich denn heute früh die letzte verbraucht? Das gibt's doch gar nicht. Aber was dann? Dann rasiere ich mich eben nicht. Es geht auch so. Was, du merkst dich nicht rasieren? Ich bin ja noch ganz glatt. Also weißt. Aber... Wenn ich's nicht finde, die Rasierklingen... Jetzt warte mal, ich such's. Zieh dich zuerst an, rasieren kannst dich später auch noch. Du hast mir ja bloß einen Socken dahergelegt. Also jetzt red doch kein Schmarrn, ich werde dir bloß einen Socken daherlegen. Ja, wenn ich dir sag, schau doch selber. Ja, tatsächlich, aber ich weiß das ganz bestimmt, dass... Dann bring mir andere Socken, bitteschön. Ach, das sind doch die einzigen schwarzen, die du hast. Aber warte, die müssen sich doch finden. Wo sind denn meine Manschetten? Da am Boden liegt einer. Ja, da gehören sie hin. Also weißt du, bist aber auch schon so rüschert, dass du alles immer runterschmeißt. Ja, ich habe ihn nicht runtergeschmissen. Ja, meinst denn ich? Ach, mein Gott, das kann doch nicht alles spurlos verschwinden. Da der zweite Socken zwischen der alten Wäsche. Ja, da sieht man's wieder. Wenn du aufräumst, dann schmeißt einfach alles irgendwo hin. Also ich habe den Socken nicht in die Wäsche geschmissen. Ja, ich vielleicht. Ich habe ihn überhaupt nicht in der Hand gehabt. Wo ist denn jetzt mein Smoking-Schleiferl? Das ist doch gerade noch da gelegen, das habe ich selber gesehen. Ja, also wenn's da gelegen ist, dann liegt's auch noch da. Mach heute mal deine Augen auf. Wenn's nicht da liegt, liegt's nicht da. Du mit deiner Rumräumerei bringst alles nur durcheinander. Ah! Was hast du jetzt runtergeschmissen? Ja, ich bin überhaupt nicht hingekommen. Ja, aber ich vielleicht. Naja, es ist ja dein Rasierwasser. Ach, es läuft am Boden umeinander. Oh mei, es ist wirklich furchtbar. Also wenn's jetzt auch Sermann noch anfängst, dann... Ja, Himmel, Donnerwetter, wird's jetzt bald mit den blauen Socken. Ja, die finde ich auch nicht. Ja, dann zieh ich ihm rot oder gelbe an. Ich muss jetzt gehen. Hast jetzt das Schleiferl? Nein, ich ziehe Krawatten an. Nein, so lasse ich dich nicht gehen, wenn alle anderen ach, dann... Ach, das ist mir gleich. Und statt Manschettenknöpfe mache ich mir eben Sicherheitsnadeln hin. Mir ist jetzt alles gleich. Na, ich gehe nicht mit. Meine Eintrittskarten, die kannst von mir aus jemand anders schenken. Wenn du das überhaupt noch hast, bei dem Durcheinander. Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand. Gib mir lieber meinen Geldbeutel her, da müssen sie drin sein. Da? Aber da ist nichts drin. Jetzt reicht doch kein Unsinn. Ja, wo sind denn die Karten? Ich hab's doch... Also du brauchst jetzt gar nicht mehr suchen, ich geh nicht hin, ich mag nicht mehr. Ja, Kreuzbirnbaum und Hollerstauden, ja gibt's denn jetzt das auch? Das darf doch nicht sein. Jetzt halt mich zurück, sonst passiert was. Such nicht, ich geh nicht mit. Ich bleib daheim. Alles war weg. Die Schleife, die Seife, die Knöpfe, die Schöpfe, die Socken, die Locken, der Rasier und das Papier und... Das Papier, die... Die Karten! Das war das Allerschönste. Die Karten waren auch noch weg. Was denn für Karten? Ja, die Ehren.
Für den Herrn und für die Frau Bärmbacher. Die können nämlich jetzt da gar nicht hingehen. Ja, die sitzen daheim und machen immer so. Also Pumuckl, das geht zu weit. Den Bärmbacher ein bisschen drassen pitschen. Aber ja, seine Frau, die kann ja gar nichts dafür. Dafür Papier, Durst, Wurst, ist den Pumuckl Wurst. Nein, das ist nicht anständig. Was? Denn ständig anständig ist für Kobolde sehr unanständig. Nein, Pumuckl, das ist nicht recht. Wo sind denn die Karten? Weiß ich nicht. Du? Weiß ich nicht. Das ist ja das Lustige, weil... Die Karten waren ganz von alleine weg, waren die Karten, jawohl. Ganz von alleine, fort, weg, Schneck, Blick. Lüg nicht, Pumuckl. Bei meiner Klabauter-Ehre, ich war... Da liegen ja die Karten. Wo? Da. Pfei, grad. Jetzt erinnere ich mich. Die hat er rausgelegt, wie er mir das Geld zurückgegeben hat. Ja, sowas. Ja, da muss ich gleich übergehen und muss sie ihm bringen. Nein, sowas. Nein, Karten zerreißen, zerbeißen. Nix da. Nein, also Spaß ist ja recht schön, aber sobald jemand wirklich einen Schaden hat, da hört er auf, Pumuckl. Ich gehe jetzt rüber. Einen feinen Koboldsgruß von mir und dass sich das mal ausnahmsweise ganz natürlich erklären lässt. Ungebührlich, natürlich. Ja, du bist das, Eder. Ja, ich bin's. Ich bring dir die Ehrenkarten. Was? Aber die hast du? Ja. Also weißt du, jetzt fange ich allmählich selber an, dass ich an Gespenster glaube. Nein, das braucht sie in dem Fall nicht. Die hast du vorhin bei mir liegen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Aber das kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie ich die Karten hab liegen lassen können. Allmählich ist mir das fei unheimlich. Dazu ist gar kein Grund da. Das ist ganz normal zugegangen. Du, Eder, sag einmal, bist du am Ende geheilt? Nein, aber ich hoffe, du bist geheilt, George. Was ist denn los? Wir können gehen. Ich hab die Karten. An Eder sei Hausgeist hat's verschleppt. Nein, wenn ich's dir sag, das hat er nicht. Du hast... Eder streibt man nicht, vertragen wir uns wieder. An allem ist der Puh, der Kuhbuckel oder wie er heißt, schuld. Ich glaub dir ja, dein Puhlackl. Glaub, was du willst. Ich wünsch dir trotzdem viel Spaß bei deinem Gesangsverein. Der Abend war ein Erfolg. Auch wenn der Bärmbacher blaue statt schwarze Socken anhatte und eine Krawatte statt einer Schleife. Es ist nichts Unangenehmes mehr passiert. Nicht einmal gezwickt wurde irgendjemand. Denn der Pumuckl ist in der Werkstatt eingeschlafen. So eine Anstrengung war es gewesen, die vielen Sachen zu verschleppen. Und sicher hat er viele wunderschöne Träume gehabt von allen 7 Meeren und Segelschiffen. Und zwischendurch von wunderschönen Sägespänen aus Meister Eders Werkstatt. Was würden eigentlich eure Eltern sagen, wenn ihr zwar immer zu streichen aufgelegt und meistens auch recht lustig wärt, aber niemals drauf kämt, etwas Nützliches zu tun? Zum Beispiel mal aufzuräumen oder sonst was zu helfen. Sie würden doch bestimmt sagen, du hör mal, so geht's nicht weiter. Heute wirst du mal Ordnung machen und mir ein bisschen zur Hand gehen. Seht ihr, genauso geht's dem Meister Eder mit seinem Pumuckl. Ist ja recht lustig, so einen kleinen pfiffigen Kerl um sich zu haben, aber es wäre doch an der Zeit für ihn, auch mal was dazu zu lernen. So dachte jedenfalls der Meister Eder, und drum sagte er, als der Pumuckl wieder einmal herzlich gähnte, Du, ich weiß ein gutes Mittel gegen das Gähnen. Aber ich gähne ganz gern mal. Ja, wirklich. So zum Beispiel, so. Aber du gähnst doch, weil es da langweilig ist, oder? Ja, vielleicht. Vielleicht, aber auch, weil ich müde bin. Ja, wissen möchte ich von was? Vom Faulsein. Weißt, das geht ja so nicht mehr weiter. Ich arbeite alleweil und du bist alleweil faul. Nein, ich bin nicht alleweil faul. Ich bin nämlich oft so fleißig. So. Weißt du, ich
Gedichte, Gedichte und ich tu. Das klingt gut, tut. Also ich tu Sachen, ich zum Beispiel. Was heißt Sachen tust du? Unsinn tust und sonst nichts. Nein. Es wird Zeit, dass du mal was Gescheites tust. Ja, was Gescheites? Im Winter schneit's. Ich tu was Gescheites, aber niemand freit's. Freut es. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ja, aber mich würd's freuen, wenn du auch einmal so ein Kobold wärst, wie sie so oft in den Geschichten vorkommen, die helfen, was? Heimlich aufräumen, was? Plötzlich alles in Ordnung bringen. Das kann sich aber nur um ganz dumme Geschichten handeln, weil nämlich Kobolde, die tun sowas nicht. Nein. So. Naja, dann sind sie halt Heinzelmännchen, nicht? Als ob's ihr nicht verwandt wärt. Wir und verwandt mit den Steinzelmännchen. Ja. Heinzelmännchen, wir sind völlig unverwandt. So. Wir können uns nämlich überhaupt nicht leiden, weil nämlich also Heinzelmännchen. Das klingt schon so, Heinzelmännchen. Also Heinzelmännchen sind was ganz Albernes. Die sind ja wie Gartenzwerge oder wie wimmelnde Ameisen oder wie Pfui-Gecks. Ja, ich weiß schon, dass du gegen die was hast. Ja. Aber das ist mir ganz wurscht. Von mir aus bist auch kein Heinzelmännchen, sondern ganz was anderes. Aber wenn du schon bei mir lebst, dann kennst du ja auch einmal mir dann gefallen tun. Ja, das tue ich. So. Ja, Trauhand, ja. Dir zu gefallen, werfe ich nämlich nur noch ganz selten Nägel herunter. Ich verstecke fast beinahe überhaupt nicht mehr dein Werkzeug. Ich tue ja so viel, was ich nicht tue. Und das ist auch was getan. Jawohl. Ja, dagegen sage ich ja gar nichts. Ja. Aber schau, ich verlange ja nicht, dass du richtig arbeitest, sondern dass du mir einmal hilfst. Ich helfe dir ja auch überall, wo ich kann. Ich hab dir ein Bettel gemacht und eine Schaukel gemacht. Ja, aber du bist ja auch groß und du musst sowas tun. So, das muss ich. Ja, du musst. Und ich, weil du groß bist und ich bin klein und ich muss deswegen nicht sowas tun. Du bist ganz schrecklich erwachsen und musst arbeiten und ich bin ganz unschrecklich unerwachsen und ich muss nicht arbeiten. Jawohl, so ist es. So, und jetzt ist genug von diesem scheußlichen Arbeitshilfesgespräch. Also, mein lieber Pumuckl, das ist nicht scheußlich, sondern notwendig. Und wenn man schon zusammen lebt, dann muss jeder dazu beitragen. Betragen, auftragen, lauter dummes Zeug, nachtragen, vortragen, zurücktragen, vortragen, das kann ich. Also, wenn du schon was mit tragen haben willst, dann vortragen. Gib mal acht. Jetzt hab ich's. Willst du was von Tragen sagen, musst du an anderen Tagen fragen. Das ist sehr gut. Und jetzt geht's weiter. Nein, nichts weiter. Keine Ablenkungsmanöver. Da ist meine Nagelkiste. Ja. Da sind Schrauben und Nägel. Ja. Kurze und lange. Schau her, dicke und dünne, allebei ganz durcheinander, seit du da bist. Und ich finde überhaupt nichts mehr. Ja, da musst du suchen. So, das muss ich. Ja, das musst du, weil suchen ist für die Menschen eine feine Beschäftigung. Und das tun sie so gern. Also, das tun sie ja eigentlich immer. Die suchen ja immer, auch wenn der Pumuckl gar nichts versteckt hat. Sie suchen und suchen. Aber ich habe für die Sucherei keine Zeit, verstanden? Und du machst jetzt gefällig da Ordnung. Zuerst kommen alle Nägel und Schrauben raus. Da, zum Beispiel auf das Brett hin, dann da am Tisch. Das kann ich jetzt nicht brauchen. Komm. Ja, aber diese Nägel hast du jetzt aber selber ausgeschüttet. Das war ich nicht. Und deshalb muss ich sie auch nicht einräumen. Einräumen muss der ausräumt. Und der Ausräumeling, das warst du. Von denen Nägel, die ich jetzt da hergeschüttet habe, tust du jetzt immer die gleichen zusammen auf ein Häuferl. Und die Schrauben auch. Und wenn alle Häuferl fertig sind, dann kommt jede Sorte in so ein Kasterl rein. Schau, das ist doch ein Spaß, nicht? Das ist ein Spaß. Ja. Das ist ein Spaß. Also das finde ich keinen Spaß. Ja. Spaß ist was ganz anderes. Wenn du das schön gemacht hast, kriegst du eine ganz feine Silberpapierschokolade. Eine ganze Tafel, ganz allein für dich. Das ist doch auch ein Spaß, oder? Ja, manchmal schon, aber momentan habe ich gar keinen Hunger. Momentan. Soll ich dir die Tafel schon gleich einmal zeigen? Ja, kannst du. Da, schau her, horch. Wie das Silberpapier schön knistert, hörst du es? Ja, ist ganz schön. Ja, also, probier's einmal mit dem Aufräumen. Fangen wir mal an. Du, das ist eine Milchschokolade.
Schon so gut schon. Lass mich erst mal versuchen, ob sie überhaupt so gut ist. Nein, Freiter. Das darfst du mir schon glauben. Die ist die Beste, die es gibt. Komm, was ist denn schon dabei, wenn du deinen alten Ederer mal einen Gefallen tust? So alt bist du zwar auch wieder nicht, aber... Also. Von mir aus. Aber das sind ja so viele Nägel. Mit welchem Nagel soll ich denn da anfangen? Soll ich mit einem großen oder einem kleinen oder einem dicken oder einem dünnen? Mit irgendeinem. Da, schau, leg mal den ganz langen da her. Woher? Da. Leg ihn mal hin, wo ich ihn hinlegen soll. Da. Und jetzt suchst so viele lange, wie du findest. Und dann legst daher die ganz kleinen. Ja, leg da den ganz kleinen auch hin. Daher und... Nein, nicht daher. Ja. Nicht daneben, nicht? Ja. Und daher rüben, da legst die Schrauben hin. Ui, das kannst du aber fein, wie du das machst. Das kannst du jetzt weiter feinen. Ich mach meine Arbeit weiter, ne? Ach, was so? Ein langer Nagel und noch ein langer Nagel und noch einer. Ein langer Nagel und noch ein langer Nagel. Und noch ein. Und wir sind aber entsetzlich viele Nägel. Ja, wenn es so langsam macht, dann sind es natürlich viel. Ein bisschen schneller, Pumuckl. Und ein kurzer Nagel und der lange Nagel und der kurze Nagel und der lange Nagel und der kurze Nagel und der lange Nagel und der lange Nagel und der Schraube und der Schraube und der lange Nagel und Lappel, Schraube und Mutter und die Schraubenmutter und der lange Nagel und der kurze Nagel und der breite Nagel und der enge Nagel. Die Schraubenmutter legst du auf die Seiten. Welche Schraubenmutter? Das ist eine Schraubenmutter, die ist da. Die liegt dann über. Und das sind mittlere Nägel. Upsasa. Und halbmittlere Nägel. Mhm. Upsasa. Und obermittlere und untermittlere. Und ach, das ist ja zu dumm. Da wühle ich ja lieber. Pumuckl. In den Nägeln herum. Und so mache ich das dann auch noch so. Und so mache ich es auch noch. Ja. Oh, jetzt mag ich nicht mehr. Das ist mir zu dumm jetzt. Ich gehe fort. Auf Wiedersehen. Ich muss an die Luft. Ich ersticke. Pumuckl, wenn du nicht augenblicklich alles wieder vom Boden aufhebst, ja, und wenn du nicht dann sofort anfängst, das zu tun, was ich gesagt habe, nachher. Aus ist mit uns, aus und vorbei. Aus und vorbei. Einerlei. Du, ich sag dir, ich erwisch dich, gell? Ich... Da kommt die Hannelore. Ach, Hannelore, grüß Gott. Mama hat gesagt, ich soll fragen, ob es Ihnen recht ist, wenn sie statt am Donnerstag am Freitag zum Putzen herkommt. Was, erst am Freitag? Ja, mei, es muss mir schon recht sein, nicht? Sind Sie böse, Herr Eder? Nein, jedenfalls nicht deswegen. Aber ich sehe mich nicht mehr aus. Nirgends ist eine Ordnung. Da, schau, alle Nägel sind durcheinander, nichts findet man. Soll ich Ihnen die Nägel wieder in die Kiste tun? Ja, das nützt nichts. Die können hier sortiert. Ich sortiere es Ihnen. Ich muss erst in einer halben Stunde beim Essen sein. Das kann ich schon machen. Mhm. Ja, das wäre natürlich nett von dir. Das tut einem richtig gut, dass auch einmal kleine Leute uns Erwachsene helfen. Aber da ist doch nichts dabei. Das haben wir gleich. Immer die gleichen zusammen? Mhm. Und er jetzt in ein Fach. Also, Hannelore, dafür kriegst du jetzt die Tafel Milchschokolade. Aber Herr Eder... Das hätt's doch nicht gebraucht. Doch, das braucht's. Dankeschön. Bitteschön. Mein, so ein Mädel wie dich, das braucht sie. Das wär was. Es gibt so viel unnütze Schlingel, die man zu gar nichts brauchen kann. Während also die Hannelore fieberhaft die vielen Nägel und Schrauben sortiert hat, ist der Pumuckl mucksmäuschenstill oben auf dem Werkzeugkasten gesessen. Und je mehr der Meister Eder das Kind gelobt hat, desto mehr hat seine kleine Koboldseele getobt. Und so kam's, dass er, wie die Hannelore fast schon mit der Arbeit fertig war, dem Brett, auf dem die Nagelschachtel stand, einen Ruck gegeben hat, sodass es mit allen schon sortierten Nägeln heruntergefallen ist. Au! Herr Eder, jetzt war alles umsonst. Und ich war schon fast fertig. Das war der Himmeldonnerwetter, das ist aber ein starkes Stück. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie ich an das Brett hingekommen bin. Nein, Hannelore, da kannst du nichts dafür. Daran bin ich selber schuld. Ich hätte das Brett, auf dem du arbeitest, gescheiter hinlegen sollen. Nicht so wackelig, dass so leicht zum Runterwerfen ist. Herrschaftszeiten! Herr Eder, ich tue die Nägel jetzt einfach wieder durcheinander in die Kisten schmeißen, weil ich heim muss zum Essen. Und ich komme dann nach der Schule und mach's nochmal. Nein, das braucht's nicht. Du kannst da wirklich nichts dafür. Das werde ich jetzt dann schon kriegen. Mei, das ist so blöd. Aber ich komme bestimmt nach der Schule. Ja, ist schon gut. Jetzt geh nur heim zum Essen, dass du nicht geschimpft kriegst. Es tut mir ja so leid. Jetzt ist aber wirklich höchste Zeit.
Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Hannelore. Pumuckl. Pumuckl. Pumuckl, sofort kommst du daher. Nein! Wenn du nicht auf der Stelle sämtliche Nägel sortierst und alles, was du angestellt hast, in Ordnung bringst, nachher. Das Gesicht von der Hannelore war wirklich sehr komisch, als das alles wieder runtergepurzelt ist. Ja, das war sehr komisch. Und du wirst jetzt auch eine Zeit lang ein komisches Gesicht machen. Wieso? Für mich existierst du nimmer. Für mich kannst du in Zukunft tun und lassen, was du willst. Was ich will! Fortgehen oder nicht, reden oder nicht, faul sein oder nicht. Mir bist du wurscht. Und dein Essen kannst du auch holen, wo du willst. Mit mir und an meinem Tisch isst du nix. So, und das ist jetzt mein letztes Wort. Ach, das bringst du ja gar nicht fertig. Du redest ja doch wieder wenn mit mir. Wenn in 2 Stunden alle Nägel von dir sortiert sind, dann rede ich. Sonst kein Wort mehr. Wenn du nicht redest, macht es auch nichts. Dann rede ich eben mit mir allein. Dann sage ich zu mir, lieber Pumuckl, sage ich dann zu mir, du bist ein Kobold und kein Heinzelmännchen. Ja, antwortet dann der Pumuckl, da hast du ganz recht, Pumuckl. Der Meister Eder versteht nichts von Kobolden. Verstehst du was davon? Mir gefallen Nägel durcheinander nämlich ganz ausgezeichnet. Dir nicht? Ich rede auch gar nie mehr mit dir, jawohl. Ich dichte, jawohl, mit mir, jawohl. Ich dichte mit mir, ich rede in einem Fort, nie mehr mit dir ein Wort. Das wird ein Lieblingssport an diesem schönen Ort. Schweigen, das ist Wörtermord, Wörter sind fast alle fort an diesem schönen Ort. Das ist schön, nicht wahr? Das ist natürlich schön. Aber ich bin ja gar nicht so. Ich kann ja auch noch was anderes tun als dichten. Ich kann zum Beispiel Staub wegblasen. Das ist nützlich und koboldslustig. Jawohl. Hui, wie das wirbelt, wie das staubt. Großer Nebel von Staub. So, was sagst du jetzt? Dann tue ich eben noch mehr blasen, nicht? Hilfe! Hilfe! Ich ersticke! Du, jetzt wäre ich fast erstickt. Ist dir das vielleicht egal? So, das ist dir also egal. Dann sind mir deine dummen Nägel auch egal. Schau, ich hebe einen Nagel hoch und dann werfe ich ihn wieder hinunter. So, jawohl! Und nochmals! Und au, 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 ich habe mich gestochen in den Fuß. Oh, oh, oh. Ich bin draufgetreten und dein dummer Nagel hat mich gestochen. Au, au. Ich blute, ich blute. Gleich blutet es zum Schuh heraus. Oh, oh. Nein, nein, du sollst nicht gehen. Mit mir ist der ganze Fuß kaputt gegangen. Du darfst die Tür nicht so zuhauen. Ich will mit, ich habe Hunger. Hunger! Ich hab Hunger! Jetzt bin ich 3-mal auf die Klinke gesprungen und er hat trotzdem nicht aufgemacht. Ich sterbe vor Hunger. Oh, schon seit 1 Stunde sterbe ich dauernd vor Hunger. Gut, dann bist du schuld, wenn ich sterbe. Ich bin schon ganz mager. Jawohl! Wenn der Meister Eder wiederkommt, dann wird er sehen, wie der Pumuckl blass und mager ist und nur noch ganz mühsam die Augen hebt und dann wieder runterfallen lässt und mit ganz brechendem Augenblick sagt er dann, es war gar nicht so bös gemeint. Ich will ja die Nägel aufräumen, aber ich bin jetzt dazu schon viel zu schwach. Und dann werde ich noch einen einzigen Nagel hochheben, ganz langsam. Ganz langsam und vorsichtig. Und dann wird mir der Nagel aus der Hand fallen. So. Und der Meister Eder wird weinen. Huhu, wird er weinen. So immer. Huhu, huhu. Das ist eine traurige Geschichte. So wird er. Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Diese dummen Nägel. Diese ganz dummen Nägel.
Die langen Nägel sind dumm und noch einer und noch einer und noch einer in dieses Kästchen. Und die kurzen Nägel sind dumm und noch einer, noch einer, noch einer. Halt, Schraube, Schraube, Schraube dahin. Noch eine Schraube. Noch, die Schrauben sind auch dumm und ich bin auch dumm und ich hab so Hunger und ich räum ja auf. Ich räum alles auf. Und nach einer Stunde waren alle Nägel sortiert. Als der Meister Eder von seiner Mittagspause wieder in die Werkstatt kam, stand der Nagelkasten geradezu strahlend vor Ordnung auf dem Boden. Der Pumuckl versteckte sich ganz oben auf einem Bretterstapel. Aber vorher hatte er sich noch mit einem Stück Kreide das ganze Gesicht weiß angemalt, in der Hoffnung, dass er dann fürchterlich blass ausschauen würde. Der Meister Eder kam also herein und konnte beim Anblick des Nagelkastens nicht anders, als sein Schweigen zu brechen. Ja, was sehe ich denn da? Ja, da ist ja Wunder passiert. Pumuckl? Pumuckl? Bist du fort? Ja, was rufe ich denn dem Pumuckl? Der hat das bestimmt nicht eingeräumt, der ist fort. Das hat sicher die Hannelore eingeräumt. Nein, die Hannelore, die war ja gar nicht da. Ach, da bist du. Ja, was tust du denn da droben? Ich tue Mausetotsterben. Ja, sowas. Ja. Ja, sag einmal, bist du in einen Mehltopf gefallen, weil du so weiß bist? Nein, Heidi, ich bin bloß so blass. Ich bin leichenblass. Und schwach bin ich, ja. Und wenn du mir nicht gleich was zu essen gibst, dann sterbe ich auf der Stelle. Ja, was du jetzt sagst. Ja. Und das Weiße in deinem Gesicht ist nicht Kreide. Hast du denn noch nie gehört, dass man sagt, jemand ist kreidebleich? Mhm. Ich bin es vor Hunger. Ja, das ist ja furchtbar. Ja, und an deine Hände bist du auch kreidebleich. Ja, da bin ich auch vor Hunger kreidebleich. Ja, und deine Hosen und dein Jopperl, das ist auch kreidebleich. Alles vor Hunger. Ja, na. Ja. Ja, da müssen wir ja schleunigst was dagegen tun. Schleunigst. Ja, Gott sei Dank habe ich dir ein bisschen was aufgehoben von die Bratwürstel. Ich meine für den Fall, dass du die Nägel da doch noch einräumst. Ja, das war aber ein reiner Zufall. So. Ich glaube ja nicht, dass ich das jetzt immer mache. Ich bin ja schließlich kein Heinzelmännchen. Ja, ich weiß schon. Aber schön, wirklich schön hast du es eingeräumt. Ja, nicht anfassen, sonst bringst du das alles wieder durcheinander. Ich bin ein Kobold, der zufällig, aber nur zufällig, der zufällig weiß, was Ordnung ist. Aha, ein Ordnungskobold. Ja, ein hungriger Ordnungskobold. Ja, aha. Ja, nachher komm, das Bratwürstel wartet schon. Oh ja. Das Bratwürstel, das wartet schon. Der Pumuckl, der startet schon. Er füllt sich in den Bauch was ein, weil nämlich Ordnung, die muss sein. Ja. Das ist schön, das reimt sich. Nun, da haben sich die beiden wieder vertragen. Denn der gute Meister Eder ist nicht gerne lange Zeit zornig. Und der Pumuckl, so boshaft er auch sein kann, verträgt Unfrieden mit seinem Meister Eder ganz und gar nicht. Als die Hannelore dann um 5 Uhr gekommen ist, um die Nagelkiste einzuräumen, blieb ihr nichts mehr zu tun. Sie entdeckte zwar ein paar Nägel, die falsch eingeordnet waren, aber als sie diese in das richtige Fach tun wollte, piekte sie sich dabei kräftig in den Finger. Sie sich selbst? Das glaubt keiner, der Ordnungskobolde kennt.